Willkommen zu einer neuen Folge von Japan Connect. Heute möchte ich über das Neujahr in Japan sprechen. In meiner Folge zu Weihnachten in Japan habe ich ja bereits erwähnt, dass Weihnachten in Japan ein Fest für Pärchen ist und dass das Neujahrsfest das Fest ist, das man in der Familie feiert und deshalb von der Wichtigkeit her mit dem europäischen Weihnachtsfest vergleichbar ist. Heute möchten wir uns einmal ansehen, wie das Haus dekoriert wird am Neujahr. Los geht's! Ikimashou! Zuerst ein, zwei Worte zum neuen Jahr in Japan. Das Neujahresfest in Japan, das sogenannte Oshogatsu, ist das wichtigste Fest in einem ganzen Jahr. Deswegen gibt es auch extrem viele Sachen, die man beachten sollte, zum Beispiel wie man das Haus dekorieren sollte, welche Sachen man wann essen sollte, was man machen sollte, welche Rituale man befolgen sollte, und es würde einfach den Rahmen von diesem Video sprengen, alle Themen in einem Video abzuhandeln. Deswegen möchte ich mich heute nur auf die Dekoration beschränken. Und zu diesem Punkt gibt es drei Sachen, die ich heute behandeln möchte. Nummer 1. Mit was beginnt das neue Jahr? Mit einem Altjahresputz. Bei uns gibt es ja den Neujahresputz oder den Frühlingsputz, wo das ganze Haus gesäubert wird. In Japan ist es so, dass man das noch im alten Jahr macht. Also Ende Dezember beginnt das, ein paar Tage vor Neujahr, dass man wirklich alles rausputzt, damit das Haus sauber und gereinigt ist, um so das neue Jahr begrüßen zu können. Wenn das Haus geputzt ist, kann man mit der Dekoration beginnen. Und da gibt es eine Dekoration vor dem Haus, die heißt Kadomatsu. Kado bedeutet Portal oder Tor und Matsu ist ein Kiefer, also Tor, Kiefer. Und ja, wie das Wort das schon sagt, das heißt dieses Kadomatsu Blumengesteck, wenn man jetzt so möchte, das steht vor dem Eingang und zwar hat man immer zwei, also eins auf der linken Seite und eins auf der rechten Seite. Und dieses Kadomatsu besteht normalerweise aus zwei Bestandteilen. Also wir haben einerseits Kiefer und zum anderen haben wir auch Bambus. Und je nach Ort gibt es aber auch noch Pflaumenzweige mit Pflaumenblüten, die hinzukommen. Jetzt warum genau diese drei? Die haben natürlich eine Bedeutung. Zum einen haben wir den Kiefer und den Bambus, die sind sehr grün. Der Kiefer, der steht für ein ewiges Leben. Und der Bambus, der steht für Aufrichtigkeit, Geläutertheit, aber auch für einen starken Willen. Wahrscheinlich, weil er so ja, steif ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem festen Willen, auf Deutsch sagen wir der eiserne Wille, nicht der Bambuswille, zusammenhängt. Und dann die Blume, die Umeblume, die hat zwei Bedeutungen. Zum einen natürlich das Florieren für ein Geschäft, aber auch, dass sich alles zum Guten wenden wird. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, weshalb stellt man diese Kadomatsu vor das Haus und nicht ins Haus? Wir haben ja bei uns auch den Weihnachtsbaum im Haus und meistens nicht vor dem Haus. Jetzt ist das so, dass man sagt, wenn das alte Jahr zu Ende ist, dann kommen die Toshigami. Die Götter des alten Jahres und die müssen einen Ort haben, wo sie quasi beherbergt werden. Und das heißt, diese Gottheiten, die kommen dann in diese Blumengestecke rein, bleiben da und können so ins neue Jahr kommen. Je nach Ort bleiben diese beiden Gestecke bis zum 7. Januar oder bis zum 15. Januar und dann werden sie weggeräumt. Nummer 3 ist eine Dekoration für im Haus drin und zwar das Kagami-Mochi. Kagami bedeutet Spiegel und Mochi ist ein Reiskuchen, also Spiegel-Reiskuchen. Was Reiskuchen sind, das behandeln wir ein anderes Mal, wenn wir dann über das Essen sprechen an Neujahr in Japan. Auf jeden Fall ist es ein aus Reis gemachtes, ja, kleines Küchlein und zwar sind die rund. Und man hat zwei von diesen runden Reisküchlein. Unten ist ein größeres und oben ein kleineres. Manchmal, je nach Ort, kommt obendrauf noch eine Art Mandarine. Die nennt man ursprünglich Daidai, denn diese Daidai-Mandarine hat einen leicht bitteren Geschmack. Wichtig ist, dass wenn man jetzt diese Mandarine obendrauf setzt, dass die noch einen Stiel hat mit einem Blatt. Das sieht natürlich dann auch sehr niedlich aus. Es gibt Orte, wo diese Mandarine durch eine normale Mandarine, also eine süße Mandarine, eine Mikan-Mandarine ersetzt wird oder manchmal auch durch eine Kaki, aber traditionell ist es die Daidai, eine relativ große Mandarine, die
bitter im Geschmack ist. Weshalb hat man diese zwei Reiskuchen? Also dazu gibt es verschiedene Theorien. Die einen sagen, der eine Reiskuchen symbolisiert das alte Jahr, der zweite Reiskuchen symbolisiert das neue Jahr. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist ein Symbol für Yin und Yang. Ich weiß nicht, was stimmt. Ihr könnt euch aussuchen, was für euch am besten stimmt. Aber ihr wisst auf jeden Fall, wir haben diese zwei Mochi und obendrauf kommt diese Terrine. Diese Süßigkeit wird an zwei Orten im Haus platziert. Und zum einen ist das das Kamidana und zum anderen das Butsudan. Kamidana ist ein Hausaltar, in dem man die Hausgottheiten ehrt. Da stellt man das hin und das Butsudan ist generell eigentlich ein Hausaltar, an dem man manchmal auch Gottheiten des Hauses ehrt, aber vor allem auch die eigenen Ahnen. Also wo man vielleicht auch Fotos der verstorbenen Großeltern zum Beispiel aufstellt und da das den Ahnen hinstellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr Freunde habt, die sich ebenfalls für die japanische Kultur interessieren, vor allem auch für traditionelle Kultur, wie man Sachen schmückt, welche Zeremonien es gibt, dann teilt doch dieses Video mit euren Freunden und ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Yoyo Toshio, bye bye, matane!